kannst du ruhig bleiben. Ich möchte gerne den grünen haben. Ja, komm da raus. Danke. So. Guck mal damit nach oben. Ja, wunderbar. Damit haben wir Hufflepuff Vertrauensschüler freigeschaltet. Hier rechts. Da komme ich nur mit einem bösen Zauberer durch. Das heißt, ich muss wahrscheinlich gleich nochmal zurückrennen. Außer es gibt hier einen... Es gibt hier einen Trank. Ich höre ihn. Da ist er. Und ich finde es sehr interessant, was ihr alles immer so für Leute mitnehmt. Und viele fragen sich natürlich auch, was hat Professor Dumbledore, wovor hat Professor Dumbledore Angst? Ich denke, das werden wir auch noch rausfinden. Aber nicht jetzt. Erst etwas später. Im Verlauf von den Aufnahmen. Eine Gießkanne. Cool. Slytherin Vertrauensschüler freigeschaltet. Wunderbar. Da war es nur noch einer der fehlt hier oder ein Teil, was ich mir noch sammeln kann. Aber das ist kein roter Stein. Aber ich glaube, hier gibt es noch so ein paar Bereiche, wo ich noch nicht war. Anscheinend. Ziemlich offensichtlicherweise. Kann ich dich denn aufschießen? Nee, dafür brauche ich irgendwas Grünes. Eventuell mit einer stärkeren Person. Ah! Wo ich ihm gerade so von geredet habe, ne? Wovor hat Dumbledore Angst? Das möchte ich jetzt doch rausfinden. Dumbledore hat Angst vor... Das stimmt gar nicht. Hat er gar nicht. Der hat nicht Angst vor Voldemort. Das ist eine infame Lüge. Zumindest laut den Büchern hat er definitiv nicht davor Angst. So, ich brauche meinen super starken Fang. Ich brauche meinen super starken Standbild. Und das hat wahrscheinlich Bön gemacht, nur ich habe es nicht gehört. Genial. Spiel ist abgeschmiert. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir haben ja einen runden Stein da freigeschaltet. Den hole ich mir jetzt erstmal ganz kurz, weil ich meine, ich bin hier eben gerade sowieso um die Ecke. Liegt auf dem Weg und deswegen nehme ich euch da eben ganz kurz mit. Weil, wegen ist so, wow. Jetzt dachte ich schon wieder, er würde jetzt nochmal abstürzen. Hör auf damit, hier rumzulenken. So, ein neuer roter Stein, Stuttmagnet. Und sonst haben wir alle, bis auf einen, den ich mir aber noch sammeln werde. Und ich muss hier nochmal, meine ganzen Extras anmachen. Wie das Allraune-Lied, den Charaktermarkenfühler, die Punktzahl, den Stuttmagnet, Majoman. Extra Herzen, den Rundensteinfühler, den Hogwartswankenfühler, und das war's auch schon. Oh, ich dachte, jetzt würde hier alles aufblinken und blitzen. Aber hier in der Winkelgasse ist gerade tote Hose. Ich weiß nicht, was diese Mikrolexen gerade sollen, beziehungsweise diese kurzen Hänger vom Spiel. Die machen mir Angst, aber es ist auch eh nicht weiter schlimm, denn wir sehen uns gleich wieder dort hinten, wo ich schon mal was gesammelt habe. Ich weiß nicht, inwiefern er die gespeichert hat. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Er ist zwar abgeschmiert, hat aber trotz alledem das kurz vorher noch irgendwie anscheinend gespeichert. Und, ja. Da freue ich mich natürlich drüber. Und ich möchte mich trotz alledem in Fang verwandeln. Denn Fang ist super stark. Und kann ihn dran ziehen. Los, Fang. Fang. Schnuffelpuffel, los. Hä? Bums, tot. Toll. Ja, Fang kann sich totstellen, aber das bringt mir hier mal so gar nichts weiter. Hä? Und hier ist noch eine Mülltonne, die ich noch nicht irgendwie öffnen kann oder ähnliches. A little bit of suspect. Machen wir jetzt mal hier die Spinne beiseite. Beziehungsweise die Kiste. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Wichtiges drin, was ich hier brauche. Ah, sieh mal einer Schau. Aber... Wozu ist dann dort der Schalter, wo ich nicht dran ziehen kann?
Verstehe ich nicht. Bin gerade so ein bisschen überfragt. Und da möchte ich jetzt eigentlich noch nicht rein, weil hier gibt es noch diesen Schalter. Den ich sehr gerne mal benutzen würde. Aber der hier, der hat hier auch keinen Punkt davor. Was mache ich schon wieder verkehrt? Irgendwas muss ich ja verkehrt machen. Hier sind auch sehr viele Sachen, die ich noch nicht mal auswählen kann, dass ich die umschießen kann. Okay, dann gehen wir erstmal da runter. Vielleicht offenbart sich mir dann, was ich verkehrt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, aber hier scheint es zur Eulerei zu gehen. Den lang erwarteten gegen letzten Bereich von Hogwarts. Wo es keinen roten Stein gibt. Zumindest zeigt mein Fühler nichts an. Ich sehe zwar weiß, aber kein rot. Was war... Ah! Okay. Wir müssen ja sehr offensichtlicherweise stark mit den Eulen zusammenarbeiten. Queen? Mal hinterher. Beziehungsweise müssen die Eulen so ein bisschen von ihren Plätzen locken, so wie das aussieht. Und hier scheint mir noch eine Eule zu fehlen. Kleines Labyrinth, kleine Labyrinthaufgabe. Was muss ich mit dem Ei machen? Erstmal rausholen. Und hier können wir uns schon mal Hermine im grauen Kapuzenoberteil uns besorgen. Und hier können wir durch die Zeit reisen. Was hat es jetzt mit dem Ei auf sich? Ah, da ist noch eine kleine Eule drin. Okay. Ah, Schüler in Gefahr gerettet. Schüler in Gefahr gerettet. Die werden wir nämlich noch... Wahrscheinlich Schüler in Gefahr vieler ist das letzte, was ich mir noch holen kann. So, wir fliegen erstmal hoch, bevor wir durch die Zeit reisen. Weil ich meine, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja auch erstmal so ein bisschen was erledigen. Wie zum Beispiel den hier ein bisschen kitzeln. Wow. Gesundheit im Übrigen. Und ja, die Stütze nehme ich natürlich gerne mit. So ein bisschen kitzeln kriege ich hier sowas. Fokus. Goldene Steine 163 von 200. Und hier soll man am Schaltplatz, denke ich mal, auflegen, damit wir noch mal einen Charakterstutt kriegen oder ein Charakter Emblem oder keine Ahnung. Okay. Auch langweilig, alles langweilige Musik. Gib mir hier mal. Hä? Moment mal, ist hier hinten noch vielleicht irgendwo eine Schallplatte? Was mache ich hier gerade verkehrt? Wieder mal Rätsel über Rätsel. Okay, das haben wir jetzt. Ich glaube, mir fehlt eine Schallplatte, die ich ganz bestimmt dann dafür benutzen kann, um hier irgendwie, an dasjenige welche zu kommen, was sich da drin verbirgt. Okay, aber es könnte ja auch sein, dass wir das in der Vergangenheit machen müssen. Deswegen machen wir uns schon mal zur Zeit Rise bereit. Und ich mache hier mal wieder ganz kurz Schnitt, weil sonst funktioniert das ja nicht, ne? Ihr kennt das ja mittlerweile. Also bis gleich. Zack, instant sind wir in der Vergangenheit gelandet. Also es liegt komplett an der Aufnahme. Irgendwie. Die Aufnahme behindert die Möglichkeit des
hier und so, ne? Des Zeitreisens, so. Also ich werde niemals wirklich großartig in der Zeit reisen können. Drei Sachen zum Reinschieben. Drei Briefe für Eulen oder so. Irgendwie. Sowas oder ähnliches. Aber das gibt einen goldenen Stein. Ja, dann. Merci, kann ich dazu nur sagen. Wieder ein goldener Stein mehr für mich. Nochmal ein Schüler in Gefahr drin. Wäre zu schön gewesen, aber da sehe ich schon einen Schüler in Gefahr. Nur, wie bist du da reingekommen? Egal, wir holen dich mal raus. Schülänge vor, gerettet. So, was denn was hier noch schlimm ist? Ich denke mal so ein Pömpel. Ja, ein Pömpel. Ich kann wieder rumpömpeln. Pömpel, 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 pömpel. Denn damit können wir die Flecken beseitigen. Die uns hier sogar noch wunderschön markiert werden. Als ob wir die nicht sehen können. So, 4 von 5 und 5 von 5. Damit haben wir Barty Crouch Senior. Freigeschaltet. Beziehungsweise den Charakterbereich Teil dafür ist geholt. Einfach erstmal auf alle schießen. Kommt jetzt die Plattform runter? Ah, cool, ja. Ja, damit können wir nach oben. Und hier ist eine Spinne, die mich irgendwie so ein klitzeklein bisschen irritiert. Was macht man da? Warum schleicht er da rum? Irritiert. Ach, hier haben wir den Bodenstein. Fernsehen? Was läuft denn heute im Programm? Ach, ein roter Stein. Wie hole ich mir einen roten Stein aus einem Gemälde? Lief heute im Programm, im Abendprogramm. Und damit haben wir alle goldene Steine. Olli! Goldener Stein... Ach, warum sage ich goldene Stein? Ja, ich habe jetzt den goldenen Steinfühler im Übrigen. Und wir haben damit jetzt alle roten Steine. Erstmal wieder alles anschießen. Irgendwo muss hier noch was versteckt sein, damit ich da dieses weiße Teil kriege. Lass mich raten, liest du wieder? Ja, natürlich liest er wieder alles weg. Und ums Eck und keine Ahnung.